Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir befinden uns hier in einer Quest, wo es um den neuen Bürgermeister geht sozusagen. Und ja, damit machen wir jetzt weiter. Das Feld der Hoffnung. Vielen Dank für deine Geduld, Tero. Sylek scheint noch immer mit sich zu ringen, aber vielleicht können wir ihm dabei helfen, zu einer Entscheidung zu gelangen. Sylek, ich möchte dich ja nicht drängen, aber hast du inzwischen eine Antwort auf meinen Vorschlag? Ah, nein, nicht wirklich. Es gibt ja noch eine Sache, die ich beilegen muss. Würdest du sie mit uns teilen? Nun, sie geht zurück auf jenen Tag, als der Sündenvertilger das Dorf angriff. Es war meine Schicht als Späher hier im Bergblick. Das ist eine Pflicht, die wir sehr ernst nehmen. Zu der Zeit vor der Lichtflut, als der Turm errichtet wurde, haben die Leute sich Sorgen um Zwerge und Banditen aus den Bergen gemacht. Doch diese Tage... Ja, nun treiben hier wesentlich schlimmere Gestalten ihr Unwesen und ich habe es nicht rechtzeitig erkannt. Der Sündenvertilger, der an jedem Tag hier wütete, war ganz anders als die anderen Monstrositäten, die ich gesehen habe. Aus der Entfernung sah er wie eine ganz normale Person aus. Ich wollte sicher gehen, bevor ich Alarm schlug, doch ich wartete zu lang. Viele, die hätten fliehen können, sind gestorben, weil ich gezögert habe. Wie könnte ein Mann mit solch einem schlechten Urteilsvermögen je als Bürgermeister fungieren? Was kann ich jenen bieten, deren Geliebte so sinnlos abgeschlachtet wurden? Nichts. Nichts, solange diese abscheuliche Kreatur noch immer frei rumläuft und jederzeit erneut töten könnte. Du würdest für uns Rache nehmen? Das trifft sich gut, da wir nichts gegen ihn ausrichten konnten. Sollte der Sündenvertilger sein verfluchtes Gesicht hier noch einmal zeigen, dann hoffe ich, dass du stark genug bist, wie du aussiehst. Ich weiß nichts über die Wege, die du beschritten und die Schlachten, die du gefochten hast. Da kann ich mich Sileks Wort nur anschließen. Wir werden für deinen Sieg beten. Nun, du hast gehört, was Theo gesagt hat. Von der Rache mal abgesehen, glaube ich nicht, dass die Dorfbewohner dich für die Taten dieses Monsters verantwortlich machen. Doch ich kann es dir nachsehen, wenn du eine gewisse Distanz wahren möchtest. Bitte verzeih mir, dass ich dich so damit belästige. Nein, ich bin es, der um Verzeihung bitten sollte. Du hast genauso viel verloren wie alle anderen und ich habe dich mit einer großen Bürde allein gelassen. Es wird alles wieder gut werden, wenn du wieder bei uns bist. Komm, lass uns ins Dorf zurückkehren. Wie ich schon sagte, es ist nicht sicher, hier länger zu verweilen. Theo, dürfte ich meine letzte Eskorte nach Werftling ersuchen? Klar, wir helfen noch, wo es nur geht. Vielen Dank für deinen Schutz, Theo, und für deine endlose Geduld. Ich hoffe, dass Sylek nun ein wenig erleichterter ist und sein Herz ein kleines wenig unbeschwerter sein kann. Ich jedenfalls fühle mich zu allem bereit. Immerhin habe ich meine Freude und Nachbarn hier, um mir zu helfen. Ach ja, es gibt noch eine letzte Sache, die ich dir und Sylek zeigen wollte. Es hat etwas mit dem traditionellen Handwerk in Werfting zu tun. Möchtest du mal einen Blick darauf werfen? Oh, sehr gut. Ich hatte schon Sorge, du hättest zu langsam genug von mir. Meine letzte Bitte an dich wäre, mit Sylek zu sprechen und ihn zu den Gerstenfeldern vor dem Dorf zu bringen. Ich werde mich dort so lange um die Pflanzen kümmern. Ah, der steht schon hier. Okay. Ah, Theo, ich bin dir dankbar für dein Verständnis und für die Blumen, die ihr gebracht habt. Meiner Frau hätte eure Auswahl sicherlich gefallen. Nun, wolltest du etwas mit mir bereden? Und Erlis möchte, dass ich auch dorthin komme? Ja, dann sollten wir mal besser mal aufbrechen. So, was gibt es denn? Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Die Gerstenpflanzen hier. Das war das Feld deines Vaters, nicht wahr? Und du hast es in seiner Abwesenheit bestellt? Jeden Tag. Ich wollte seine Pläne in die Tat umsetzen. Seine Pläne?
Ja, er hat davon geträumt, alles wieder so zu restaurieren, wie es in den Geschichtsbüchern geschrieben steht, bevor die Lichtflut alles verwüstet hat. Unser Dorf hat eine lange Geschichte als Ort des Handwerks. Selbst der Name Werfting ist eine Vereinigung vor allen Handwerkern, die einst hier beheimatet waren. In früheren Jahren soll es hier eine ganze Reihe von Talui die Straße entlang gegeben haben, mit Holzscheitern in den Armen, und aus der Werft drangen die Laute der Schiffsbauer, die fleißig bei der Arbeit waren, und am Ende des Tages würden sie sich hier im Dorf versammeln, um ein Bier zu trinken. Mein Vater hatte gehofft, das traditionelle Werfting-Bier mit der Gerste aus dieser Ernte zu brauen, um eines Tages ein Fass mit seiner Familie und seinen Freunden aufzumachen und sein Glas auf die Zukunft zu erheben. Sadek, Theo, werdet ihr einen Krug mit mir heben, wenn dieser Tag gekommen ist? Aber selbstverständlich. Ach, oh mein liebes Mädchen, der Boden hat nicht mehr so viele Nährstoffe wie einst, um die Pflanzen ordentlich gedeihen zu lassen. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis die Gerste wieder so sprießt, wie das für ein gutes Bier nötig ist. Würdest du mir in der Zwischenzeit wohl mit dem Rest von Cliffords Plan helfen? Dem Rest? Er wollte, dass die Dinge wieder so werden, wie sie einst waren, oder? Dann müssen wir uns zuerst von der Tragödie erholen, die uns befallen hat. Es gibt keine einfache Lösung, doch ich werde tun, was ich kann, um unsere Gemeinschaft aus diesem Morast aus Leid und Trauer zu führen. Falls ihr mich noch immer als Bürgermeister haben möchtet. Ja, aber natürlich doch. Vielen Dank. Ich war bereit, den Rest meines Lebens in einer Scheinwelt zu verbringen. Doch du und Jolis haben diesen alten Dummkopf die Augen geöffnet. Jetzt sehe ich klar vor mir, was zu tun ist. Und dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Nun, ich sollte mich lieber an die Arbeit machen. Ich muss mit den Dorfbewohnern reden und Pläne schmieden. Wenn du hier fertig bist, Jolis, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ah, schön. Er hat sich doch entschieden, Bürgermeister zu sein. Nun, Theo, ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Die Bewohner von Werfting werden weitermachen, auch unter der schweren Last der Trauer. Es wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren, aber gemeinsam werden wir Wege finden, um unsere Lage zu verbessern und den Wohlstand wiederherzustellen, den dieses Dorf einst hatte. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Mit etwas Glück kann ich dir dann einen schäumenden Krug Werfting-Bier in die Hand drücken. Jo, als Abschluss nehmen wir wieder die gegrillte Ralle. Und wir sind Level 73 geworden. Woo. So, dann geht's jetzt weiter mit der Hauptquest. Das wunderschöne Julmoor. Wie lautet das Sprichwort? Gib und dir wird gegeben, nicht wahr? Ich hätte nie erwartet, dass sich uns eine solch günstige Gelegenheit auftut. Wir sollten Tristols Idee sofort in die Tat umsetzen. Glücklicherweise bin ich ja mit einem Quäntchen Talent gesegnet, was das Zeichnen und Malen angeht. Natürlich reicht es nicht an einen professionellen Maler heran, aber für diesen Winkelzug sollte es allemal genügen. Und du? Dich könnten wir als meinen Assistenten ausgeben. Eine etwas ungewöhnliche Rollenverteilung, das gebe ich zu. Aber was sagst du? Klingt das nach einem Plan? Dann ist es eine beschlossene Sache. Kehren wir schleunigst nach Torstadt zurück und warten, bis diese Näherinnen wieder auftauchen.
Gut. Zurück nach Torstadt. Hui. Wollte ich gerade sagen, die Musik ist so traurig. Und naja, dann passiert eben das. Da sind wir. Dann warten wir mal auf diese beiden komischen Vögel. Da sind sie, die schamlosen Scharlatane. Allerliebste Bewohnerinnen und Bewohner von Torstadt, trete daran, denn heute bringen wir ausgesprochen frohe Neuigkeiten. Oh ja, heute ist ein besonders geschäftiger Tag in Julmoor. Gerade eben erst haben sich die Pforten unserer wunderbaren Hauptstadt für eine junge Händlerin, einen jungen Händler geöffnet. Was für ein schlaues Büschchen. Das war aber noch nicht alles, denn heute suchen wir außerdem nach einem ganz außergewöhnlichen Talent. Jemand, der mit Pinsel und Farbe wahre Wunder vollbringen kann. Gibt es unter euch einen begabten Maler, der die Herzen der Herrschaften in Julmoor höher schlagen lassen kann? Wenn es um die Kunst geht, dann wäre ich geehrt, zu Diensten sein zu dürfen. Ich verstehe mich besonders auf die Porträtmalerei. Oh, wie aufregend. Ich dachte mir schon, dass ich neue Gesichter in der Menge gesehen hatte. Du bist also ein Maler? Kannst du uns eine Kostprobe deines Könnens zeigen? Eines deiner Werke vielleicht? Unglücklicherweise leben wir von der Hand in den Mund, aber meine Bilder muss ich für ein paar wenige Münzen verkaufen. Kaum, dass es fertiggestellt sind. Aber würdet ihr wohl einen Blick auf meinen Pinsel werfen? Sein Zustand soll Zeuge meiner langjährigen künstlerischen Erfahrung sein. Oh, sieh an, das ist nicht einfach nur Schmutz, das sind die Spuren echter frischer Farbe. Wie wunderbar, dann laden wir dich hiermit nach Julmoor ein. Ein glücklicher Künstler, um deinen Worten Taten folgen zu lassen und uns mit einem Meisterwerk zu überzeugen. Und wer bist du? Das ist mein Assistent. Ohne seine Hilfe ist es mir gänzlich unmöglich, mein Talent vollends zu entfalten. Ich bitte euch, ihn mich begleiten zu lassen. Du lässt uns kaum eine Wahl. Also gut, solange deine zukünftigen Herrschaften nichts einzuwenden haben, soll es uns egal sein. Dann tretet ein in die wunderbarste Stadt der Welt, Paradies des Vergnügens und Genusses. Julmoor erwartet euch. Ah, fast hätte ich es vergessen. Ihr wollt mir wohl, nicht wahr? Natürlich wollt ihr das. Gedulde dich noch etwas, Maler. Wir haben noch ein paar hungrige Mäuler zu stopfen. Diese Welt ist nicht zu retten. Wer das nicht einsieht, ist ein Heiliger oder ein Narr. Oder einer der tummen Bewohner dieser einfältigen Stadt. In der einst so grundsoliden Stadt des Meeres klingt nur noch schallendes Lachen. Weltenende entgegen.
Norfrans, die Stadt Julmor. Ein Komödienspiel, um die Traurigkeit zu vergessen. Oder sollte es gar so sein, dass dieser Stadt allein die Ewigkeit versprochen war? Tja, da sind wir nun in Julmor. Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Julmor. Seid sicher ganz bewegt. Voller Emotionen. Wein trügt nur zu. Gar keine Tränen? Nicht mal eine? Na, dann gleich weiter im Protokoll. Als erstes müsst ihr euch beim Einbürgerungsamt melden, damit alles seine Richtigkeit hat. Gehen wir doch gleich zur Halle der Glückseligkeit. Der erste Raum links ist das Einbürgerungsamt. Den netten Leuten dort sagt ihr einfach eure Namen und Tätigkeit. Sie werden euch dann weiterhelfen. Ach richtig, die Leute auf beiden Seiten dieses Weges sind genau wie die Bewohner von Torstadt. In dem Sinn, dass sie noch keine Erlaubnis haben, die Stadt auch zu betreten. Wenn ihr euch unnötigen Ärger ersparen wollt, geht ihr einfach geradeaus nach Julmor durch. Also dann, wir sehen euch im Paradies. Wir sollten wohl tun, was uns gesagt wurde. Was meinte sie? Das Einbürgerungsamt, richtig? Jupp. Aber ich sehe, hier gibt es 3 Mini-Eteriten. Die, glaube ich, holen wir uns mal eben. So, dann müssen wir hier durch Wrackstadt. Hier leben auch viele Leute. Oh, das ist ja ein Spähpunkt. Ich glaube, den holen wir uns noch ganz fix. So. Ja, ein weiterer Ausblick auf diese große Stadt. Ob da hinten auch noch jemand lebt? Naja, wir werden es wohl irgendwann erfahren. So, was haben wir denn hier? Gärten der gestrigen Genüsse. Aha. So. Okay, wird alles rausgeschmissen, was man hier braucht. Gruselig hier. Na gut. Dann gehen wir doch mal rein in den schicken Laden hier. Zu Einbürgerungsamt.
Willkommen, Yulma, glückliche Auserwählte. Nennt ihr mir eure Namen? Der Maler Alfino und sein Assistent Theo. Ah ja, euer Fall liegt uns bereits vor. Deshalb bedarf er vorerst keiner weiteren Prüfung. Wir bereiten die nötigen Dokumente für eure Registrierung vor. Hier in Yulma gibt es zwei Arten von Bürgern. Die von unseren Herrschern persönlich autorisierten Freien und ihre Angestellten, die Arbeitenden. Ihr beide werdet als Arbeitende registriert und habt vorerst den Freien zu Diensten zu sein, die euch als Maler in die Stadt geholt haben. Solltet ihr von ihnen nicht mehr benötigt werden, werdet ihr entweder für andere frei arbeiten oder zum generellen Wohl der Stadt eingesetzt. Verstehe, dürfen wir vielleicht erfahren, wer nach den Diensten eines Malers schickte? Meister Chai Nuss und seine Gemahlin Dulia Chai, ein Müsterl-Ehepaar. Ihr habt sie mit Herr und Frau Chai oder die Eheleute Chai zu adressieren. Ihr scheint mir zwar beide keine Unruhestifter zu sein, aber um eure eigenen Zukunft willen, möchte ich euch dennoch raten, euer bestes Benehmen an den Tag zu legen. Also gut, dann bitte ich euch kurz zu warten. Danke für eure Geduld. Bitte sehr, hier sind eure Unterlagen. Die bringt ihr bitte in das Zimmer gleich nebenan zum Meldeamt. Dort tragt man euch als Bürger Yulmas an. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Leben in unserem strahlenden Paradies der Freude. Aha. So, guten Tag. Meldeamt? Ja, das ist hier. Hast du deine Papiere dabei? Ja, bitteschön. Alfino, der Maler, und Theo ist ein Assistent. Ah, eure Herrschaften sind die Eheleute Chai. Das hat alles seine Richtigkeit. Damit seid ihr als Bürger registriert. Ihr solltet euch nun so schnell wie möglich bei den Eheleuten Chai melden, bevor... Aber, wartet mal. Oh, puh. Nein, 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 so kommt ihr hier aber nicht rein. Dieser Gestank ist ja kaum zum Ertragen. Bah, da kommen einige die Galle hoch. Wo habt ihr euch bloß herumgetrieben? In der Kanalisation? Vergesst die Eheleute. Sofort zur Hygienestation mit euch. Stellt euch unter einen der Säuberer und kommt nicht wieder raus, bis ihr euch überall gründlich gewaschen habt. Hört ihr? Hier habt ihr ein starkes Duftwasser. Verteilt das großzügig auf den ganzen Körper, sobald ihr mit dem Säubern fertig seid. Danach dürft ihr die Eheleute Chai unter die Augen treten. Falls ihr den Weg nicht findet, fragt den Wachsoldaten Cornin gleich an der Treppe. Ich bin wirklich so schrecklich? Okay. Da drin sind wohl die Säuberer. Die haben nicht einmal eine Tür. Man kann alles sehen. Gut. Ja. Dann gehen wir uns mal säubern. Du genießt eine lange, gründliche Dusche. Gut, dann jetzt das Duftwasser. Oh mein Gott. Das starke Duftwasser lässt dich wie ein ganzes Bouquet frischer Blumen riechen. Wunderbar. Gut, wir sind fertig. Oh je, bist du etwa schon fertig? Dann will ich mal in dieses sehr offene Bad. Stell dich nicht so an, Alfino. Wenn es hier das mal sehen könnte, Alisee wäre schon längst fertig. Ich sag das mal mit Alisee. Entschuldige bitte.
Du hast recht, sie ist die mutigere von uns beiden. Also, dann will ich mal... Du musstest ziemlich lange auf mich warten, oder? Entschuldige bitte. Tatsächlich fühle ich mich jetzt sehr erfrischt. Dann können wir diesen Ehepaar also endlich aufsuchen. Am besten fragen wir bei den Wachsoldaten nach. Conan, richtig? Okay. Was gibt's eigentlich hier? Warnkontrolle A2. A1. Ach, hier. Ich kenne euch, ihr kennt euch hier nicht aus, was? Wo fange ich am besten an? Also, diese Stadt besteht aus 3 Ebenen. Diese hier nennt man die Wurzel. Darüber ist der Stamm, in dem sich das Hauptquartier unseres Militärs befindet. Ganz oben ist die Baumkrone, in der die Freien leben. Dementsprechend findet das Ehepaar Chai, das ihr sucht, auch in besagter Baumkrone im Salon der edlen Dame. Folgt einfach den Stufen bis ganz nach oben. Es ist nicht zu verfehlen. Dankeschön. So. Ah, okay, das ist hier der Stamm sozusagen, wo das Militär sich befindet. So, wir springen da mal runter. Ja, genau. So, irgendwo gab es doch auch noch einen Mini-Azeriten, wie ich das sehen kann. Na, ah, da ist er auch schon. So, Grumpfhalle der Ordnung steht uns zur Verfügung. Du hast dich mit allen Stadt-Etheriten Jumo harmonisiert und kannst dich nun über das Etheriten-Netzwerk auch nach Colusia teleportieren. Schön. Ach, da kann ich sogar das Jagdbrett anquatschen. Dann holen wir doch mal neu. So. Gut, dann hier geht's jetzt weiter nach oben. Die Baumkrone. Ah ja. So, da ist auch schon der Stadt-Etherit. Einmal harmonisiere. Eine Warntafel weist darauf hin, dass der Gebrauch des Etherit nur Bürgern von Yuma gestattet ist, die im Besitz einer Sondergenehmigung der aufsichtsführenden Behörde sind. Was? Wie jetzt? Ah, und das sind dann wohl die beiden hier. Gut. Bevor ich mit denen spreche, gucke ich mir hier noch ein bisschen um. So, Balustrade Himmelsblick. Na, viel kann man aber nicht sehen. So, was haben wir hier? Das Lustspielhaus Bienenstock. Aha. Oh, da ist sogar ein Aussichtspunkt. Unfassbar.
Muss ich jetzt hier im Gebüsch Leute bespähen oder was? Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Kann man da hoch? Tatsächlich. So, guten Tag. Jo, haben wir das auch mal gesehen? Dann hier ist irgendwie ein Aufzug wieder. Was ist denn das da hinten? Das kenne ich gar nicht, okay. Ah, da sieht man schon ein bisschen was dort oben. Oder auch nicht. Gut. Ja, dann haben wir die Stadt ja wenigstens ein bisschen erkundet. Dann, ja, würde ich mal sagen, quatschen wir mit den E-Leuten Nuss mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dann mal fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Erfülle dein Schicksal. Der Dunkelheit.